Hallo Leute, ich bin voll im Modus. Also, was wollt ihr von mir hören, damit dieses Video viral geht? Einen wunderschönen guten Tag bei dieser Spezialausgabe des Ich mache ja gleich ein kleines unvorbereitetes Intro und habe statt Herr Rodes Dion neben mir sitzen, der etwas sagen kann, wenn er dazu Lust hat. Ansonsten mache ich das nur, um euch darauf vorzubereiten, was jetzt gleich kommt. Hallo Dion, was geht bei dir? Ich habe Lust, was zu sagen. Was denn? Habe ich jetzt nicht genug gesagt? Irgendwann muss auch mal reichen. Ja gut. Wir haben es ja in der letzten Ausgabe schon angekündigt. Es wird richtig spritzig. In Narcose Veritas haben wir hier vorliegen. Ich war wegen einer Zahnoperation beim Onkel Doktor, hab unter Narkose eine Operation über mich ergehen lassen, bin dann aufgewacht und dann ist so einiges passiert. Für alle, die jetzt das tatsächlich über unsere Website hören und nicht sehen. Das klingt übrigens so, als wenn du nach der Narkose aufgewacht bist, also als wenn es eine grauenvolle Geschichte ist, wie du während der OP aufgewacht bist und dachtest. Nee. Aber es war trotzdem ganz interessant. Könnt ihr euch ja jetzt anhören. Auf jeden Fall, falls ihr das nur hört und nicht seht, dann empfehle ich euch vielleicht auf Nosterafak zu gehen, weil da seht ihr das auch. Da ist nämlich ein Video zu. Und ich denke, das ist ein bisschen interessanter, weil Dion hat auch schon angemerkt, wenn man vielleicht das zum Einschlafen hört, dann wird das sehr schnell passieren, dass man einschläft. Ja, ist vielleicht die perfekte Medizin zum Einschlafen. Ja. Aber manchmal will man ja auch die Medizin genießen. Ja. Wenn man, also so wie du sie genostert hast. Habe ich. Paternoster, danke Amadeus. Auf jeden Fall, gönnt euch. Und nächste Folge gibt es dann wieder ein richtiges, normales Vergnügen hier mit mir und Herr Rodes. Am Anfang wird man dich nicht so gut verstehen, da müsst ihr vielleicht 1-2 Minuten warten, aber dann wird es besser. Ich habe da so einen richtig fetten Flatschen im Mund. Und ja. Allseits beliebte Formate wie Podcast Nummer 12, was hast du denn mit 12 gemacht? Das Format ohne Namen wird das dann das nächste Mal wieder geben. Gut, abschließende Worte von dir, bevor wir überleiten zum spritzigen Teil. Ich möchte niemanden aufhalten, also ich würde sagen gleich reinschalten. Gleich rein, that's what she said. Und jetzt geht es los. Viel Spaß. So, und wir gehen viral. Hallo Leute, ich habe ja noch einen Gegenangriff, aber ich bin voll präsent. Hallo und damit herzlich willkommen beim neuen Nostra Podcast. Klirre. Wir haben die Themen hier vorbereitet, weil ich bin gerade frisch am Aufwachen. Und ich denke, dass ich da in einer so elitären Phase meines Lebens bin, dass ich jetzt hier. Ich sehe scheiße aus. Herr Rotz macht mir gerade die Kamera. Dass ich jetzt hier in so ein. Ich bin jetzt hier in so ein. Ihr kennt das doch, wenn man psychedelische Drogen nimmt, dass man die Welt dann einfach besser versteht. Das ist ja zumindest das, was die Leute sagen, die psychedelische Drogen nehmen. Und deswegen werden wir heute den wichtigsten Sachen des Lebens aus dem Grund gehen. Ist okay, wenn ich die Kamera jetzt ausmache? Ich habe Angst, dass die Schwester reinkommt und uns umbringt. Was habe ich mit Anna auch gemacht? Okay. Herr Rotes, wie siehst du das Ganze? Das erste Thema ist, was tun, um wieder viral zu gehen? Wir würden jetzt Ideen sammeln. Okay, wir sammeln jetzt Ideen. Die Sache ist ganz einfach. Das, was auf YouTube funktioniert, funktioniert immer. Wenn wir ein Video machen, wo einfach alles drin ist, dann könnte es sein, dass wir. Das kann ja sogar parodistisch aufgewertet werden. Da gehen wir viral. Kannst du dich ein bisschen zusammenreißen? Du tust jetzt extra schläfrig.
Ich bin nicht schläfrig. Okay. Also, ihr wisst, was ich meine. Also deine Idee wäre jetzt, verschiedene Sachen, die schon mal viral gegangen sind, zu sammeln und das zu parodieren. Das wäre also quasi das Thema Parodie und lustige Sachen unter einen Hut zu bringen. Ja, das ist doch das Clevere. Wir können das unter dem Deckmantel der Parodie einfach ernst aufmachen. Jetzt wimmst du direkt in deine Nase. Hier ist aber auch kein guter Ort, um die mal hinzustellen. Ja, das ist richtig. Also vielleicht wird es das erste Mal im Leben des Podcasts passieren, dass wir den zensieren müssen. Nicht zensieren. Schneiden. Ach Quatsch. So. Ich würde gerne mal, wo das vielleicht nicht so gut ist, wenn ich mich auf den Rücken lege. Auf den Bauch. Hallo Leute. Ich bin voll im Modus. Also, was wollt ihr von mir hören, damit dieses Video viral geht? Das ist auch immer ein guter YouTube-Trick, einfach zu fragen, was die Leute wollen. Ja. Pass auf, ich lege mich immer so seitlich. Oh Gott. Wird mir gerade echt schwindelig. Warte, ich nehme wieder ganz. Ach, hier. So, Moment. Was ist komm, das? Wie ist das gewalttätig? Was ist das? Ah. Alter, weißt du, was man da macht? Oh, ich bin gebrochen. Was kann man machen? Geht mir nicht so. Weißt du, was man damit machen kann? Wir haben jetzt hier eine Fremde. Weißt du, was eine Fremde ist? Nur eine Fremde, ja. Verstehe ich, ja. Die kann ich jetzt hier unten hinlegen. Fühlt sich das... Fühlt sich anders, als würde anders machen. Ja. Auch wenn es gefroren ist und steif. Ja. Ja. Ich habe dich jetzt voll in die Fresse. Ja, ich muss nicht beachten, dass man den Ton hört. Ja, ja. Du kriegst das hin. Ah, ich habe immer noch diesen Scheiß hier drin stecken in meinem Arm. Nee, da ist nichts. Du Assi. Du Assi. Also, was haben wir denn heute in diesem Nostacher-Podcast für Themen vorbereitet? Also, was ihr zum Beispiel tun könnt, um wieder viral zu gehen, Themen sammeln? Sexismus-Skandal. Sexismus-Skandal? Aber ich habe gedacht, du wolltest das nicht nochmal machen. Ja, aber es hat sich halt bewährt. Und das Ding ist, wenn wir keinen entlassen dadurch, ist das doch geil. Kein was? Kein entlassen? Ja, David hat halt gelitten wegen uns. Aber ohne entlassen ist es auch nur ein halber Skandal. Dann müssen wir etwas... David hat darum nicht gelitten. Im Nachhinein nicht, glaube ich. Aber wäre das Video nicht gewesen, würde er uns heute bestimmt auch regelmäßig in Weimar besuchen. David, wo bist du? Du wolltest eigentlich mal nach Weimar kommen. Guck mich an, David. Sag mir in diese Augen, dass du nach Weimar kommst. Und dann meine es auch so. Ich meinte das in dem Moment so. Aber was wollen wir denn jetzt tun, um viral zu gehen? Ach so. Also, Skandal, hat es gesagt. Wir müssen wirklich Hypes mitnehmen. Hypen. Das Ding ist, wenn jetzt... Aber bis wohin soll das Hypen gehen? Bis jetzt, bis 7,5. Okay. Wenn Logan Paul jetzt nochmal eine Leiche im Wald hat, müssen wir direkt am nächsten Tag noch ein Video hochladen, wie wir auch eine Leiche entdecken und dann auf der, was weiß ich, wir schaukeln dann auf der Leiche. Immer eins oben drauf setzen, das wollen die Leute. Ja, es ist ja heutzutage so, dass wenn ein Skandal ist, dass es dann eher so Aufregevideos und Aufregebeiträge gibt. Ja. Aber was du jetzt machst, ist noch was viel, also man macht einfach sich darüber aufzuregen, was viel Schlimmeres und geht dadurch viral. Also hätte man damals bei uns mal wirklich auf einer Messe der Frau in die Eva Gotze gegrappt. Hätte das jemand gemacht, dann hätte er unseren ganzen Fame abgegriffen. Das stimmt. Das ist gut, statt sich zu echauffieren. Ich bin gerade in der Kamera zu sehen. Die Spiegelung von dem Handy. Statt sich zu echauffieren, einfach was viel Krasseres machen. Ja. Es müssen ja keine echten Leichen sein, aber... Aber wie wenden wir das jetzt auf den Dot-Abaddon-Skandal an? Aber jetzt mal ohne Spaß, das ist es. Jetzt hören wir zu, ich bin völlig da.
Video, wie wir durch den Wald laufen. Da hängen da so vier Leichen. Schwingen wir da dran und spielen hier dieses Punching Ball-Ding mit den Leichen. Und wo kriegen wir die Leichen her? Und dann gehen wir in die Trends. Dann nehmen wir einfach ein paar Leute von uns. Anna und Franz. Und dann so zwei Wochen später machen wir. Also wir machen einen Tag später ein Video, uns tut es viermal so leid wie Lorne. Ja. Und danach macht man zwei Wochen später ein Video, dass Selbstmord viermal kein Spaß ist und dass es das viermal wirklich gibt. Und dass wir uns viermal mit dem Thema auseinandergesetzt haben und dann ist viermal wieder gut. Und dann ein Interview mit jemandem, der sich von der Brücke geschossen hat. Nee, mit vier. Ja. Für jede Leiche müssen wir einmal bereuen. Eine Leiche, einen bereuen. Leute, wir sind das gerade am bereuen, sagen wir dann. Genau. Könnt ihr das jetzt reinschneiden einfach. Ich hatte ja eigentlich noch eine gute Idee aufgeschrieben. Also Leute. Was wollen wir eigentlich auf der Gamescom, Thema Sexismus, ich moderiere mal. Was wollen wir eigentlich auf der Gamescom 2018 machen? Jetzt ist falsch rum. Das ist echt eine gute Frage. Weil ich finde, immer das Gleiche ist verbraucht. Ich brauche etwas Neues. Vielleicht gehen wir auf die Gamescom und tun so, als hätten wir uns in der Messe geirrt. Und gehen dahin und sagen, ja, hier. Wo ist denn hier die Buchmesse? Alles Potenzial? Okay. Dann wieder Community Action. Wir haben ja jetzt die Followerschaft. Wir haben ja jetzt so einen 320.000 Kanal. Echt? Haben wir. Wie viele haben wir? Keine 300.000, oder? Ich glaube, wir sind aber bei 2,5 oder so. Auch okay. Wir sind viral. Und dieser komische Batzen da in meinem Zahn drin. Wir sind viral. Und das sage ich jetzt in die Kamera, die ich das sehe. Wir sind viral, dank euch. Danke. Wirklich, danke. Ich würde dich gestreichen. So, und deswegen wollen wir euch was zurückgeben. Ihr habt es so gefeiert, wie wir Gruppen-Action gemacht haben. Ja, das gab es ja letztes Jahr nicht. Richtig, was war denn da eigentlich los? Rumsitzestan, du hast, glaube ich, keine Lust. Nee. Psst. Das war, weil da die Erwartungshaltung war da, jetzt mach mal was. Aber die Lust war trotzdem auch nicht da. Mhm. Glaube ich. Gut, da habe ich ja gerade eben falsch gesagt. Nee, ich meine für die Zuschauer. Mhm. Weil ich habe ja im Video nicht angekündigt, dass wir das zusammen machen. Sondern hey, lasst mal treffen. Der Fremdkörper in meinem Arm hat gerade echt gestachelt. Dass man ihn auch sieht. Guck mal, das ist Robin, wenn ihr den nicht findet. Seed ist eine Band aus Berlin. Mhm. Danke, Matthäus. Ich hab dich nicht vergessen. Auf jeden Fall, ich bin voll da. Ihr redet ins Handy, das sieht man dich von hinten. Das ist dann Interviewperspektive. Interview. Also ich bin gerade voll da, ich kann euch jetzt das Bild. Wenn ihr so einen Brief kriegt, ja, dann schmeißt den Brief weg und nehmt die Rückseite für Notizen. Ja. Meine Fresse, ey. Ich habe mich kurz schlecht gefühlt, weil im Stream hat mich jemand gefragt, hier, wie sieht's mit GEZ aus? Wenn ich dann sage, ich verweigere dann. Und die Leute sagen, oh, das ist aber nicht so klug, weil das läppert sich. Mhm. Dann geben die mir kein Geld. Stimmt ja nicht. Ey, Leute, ey. Außerdem sollst du denn im Prinzip ja nicht für Geld verraten. Ist richtig. Leute, an dieser Stelle nochmal richtig ernst. Entschuldigung? So, jetzt ernst. Richtig ernst. Ein guter Freund von mir. Und von ihm. War ein Monat lang im Gefängnis. War also 2,5 Wochen. 2 Monate im Gefängnis, weil er die GEZ nicht bezahlt hat. So, da muss sein behinderter Bruder, ja, so will ich mal auf das Zunge zergehen lassen,
Der behinderte Bruder musste da reingehen und sage, hier, ich höre jetzt einen Journalist, das kann nicht sein. Story Ende. Aber jetzt mal ernsthaft, ja, das ist, bezahlt das nicht. Wenn kollektiv ganz Deutschland GEZ nicht bezahlen würde, wir hätten das System geschlagen. Ganz einfach. Aber das werden immer mehr. Letztes Jahr waren es 4 Millionen, jetzt geht es auf die 5 Millionen Verweigerer zu. Also jeder Einzelne, der da mitmacht, der ist, macht auf jeden Fall nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, der tut was Gutes. Wir sorgen nicht dafür, dass andere Leute dafür nicht in den Knast gehen. Einfach dadurch, dass sie nicht zahlen. Denn das System ist ja nur aufrechtzuerhalten, dadurch, dass das Geld da ist, um Politiker zu bestechen etc. Also grob gesagt. Du hast da gerade den Zoom-Balken als übelst geile Brille auf. Warte, ich mach davon mal ein Foto, das wird ja auf der Kamera dann nicht zu sehen sein. Boah, ist das... Das ist super. So. Also, da ist richtig Party-Trubel bei dir. Hey, live. Und, warte, kurz das Foto gemacht. Ich darf nicht lachen. Warte, hier rüber muss ich ein Stück, dann muss das ja... Geil. Einfach... So, wird eingeblendet. Meine Güte, geil. So, ansonsten kommen wir jetzt mal zu einer Rubrik, die mir sehr wichtig ist. Wir sind noch nicht mit GZ fertig. GZ, ja, also alle Podcast-Hörer verweigern sowieso. Hoffe ich ja wohl. Also ganz einfach, wer GZ bezahlt, der muss auch diesen Podcast bezahlen. Ah. Tut immer das Eis so ein bisschen dran halten. Ja, halt ja Eis dran. Das Ding ist wie folgt. Das Ding ist wie folgt, Leute. Wenn ganz viele das weiß nicht, wie doll das drauf darf, ohne dass es weh tut. Wenn ganz viele das nicht machen, dann wird ganz früher oder später dazu führen, dass die das überdenken und sagen, oh Scheiße, okay. Na, die nicht. Dass die sagen, das ist okay, das überdenken und dass da Gerichtsurteile mal zu den Gunsten des Volkes fallen und nicht der Lobby. Ja. Und wenn die kein Geld mehr haben, weil die keins mehr kriegen vom Volk, dass sie verarschen, dann wird das System nicht mehr bestehen können. Das ist das Paradoxe, dass wir eigentlich nur bezahlen, um zu bezahlen. Also wir bezahlen und dadurch ist es erst möglich, dass wir bezahlen müssen. Lobbybubble. Wenn es eine Lobbybubble-Lobby gäbe. Das ist ja schon wieder gar nicht Sinn. Es ist eine Lobbybubble. Ich kann mich ja auch drehen, aber dann tut mein Arm weh und mir wird schwindelig. Das ist ja nicht so schlimm. Ich sehe richtig gut aus. Lobby Bubble Bobbly. Lobby. Wir dürfen das nicht zu lang machen. Kannst du einsehen, wie viele Zentimeter ich jetzt hier schon, wie viele Sekunden wir schon im Game sind? 15 Minuten. Ach du Scheiße. Podcast geht immer eine Stunde. Ja, maximal. Wir sind schon fast die Hälfte der Themen durch. Ich habe sie auf den Arm drauf. Maximal halbe Stunde, Leute. Nee, das wird schon ein richtiger Podcast. Wir sind ja noch gar nicht durch. Erfolgreiche YouTuber und Formate. Okay, also was müssen wir, um erfolgreich zu werden? Das Allerwichtigste ist, dass alle auf Twitch gehen. Auf Twitch habe ich das Gefühl, das kannst du... Das ist das meiste Geld. Unter anderem gibt es da derzeit echt das meiste Geld, wenn man von Patreon absieht. So. Du hast ein zweimal Stream? Wie viel? Ich habe gestern... 250 zusammen. So, und das ist ja fast so viel wie Patreon. Ja, ist richtig. Aber es sind nur zweimal Stream. Aber der erste Stream war ja in Kombination mit dem Battle-Video, also... Na gut. Das wird ja nicht jedes Mal so ausfallen. Auf jeden Fall... YouTuber. Ich finde, wir sollten mehr Kollabos machen. Deswegen habe ich diesen Strich da aufgeschrieben. Vielleicht sollten wir so eine Art Contest machen. Kollabo-Contest. Das heißt, wir schreiben uns 128 YouTuber auf und machen dann wieder so einen Turnierbaum auf Instagram. Nein. Was? Wir schreiben uns 128 YouTuber auf und machen dann so einen Turnierbaum auf Instagram und die Leute dürfen abstimmen, mit wem wir eine Kollabo machen. Cold Mirror darf nicht mitmachen, die ist ein Funknetzwerk und die sind gebührenfinanziert. Die Fucker. Das war knapp. Was wäre nicht knapp gewesen? Wenn du mit die jetzt sie gemeint hättest und ein anderes F-Wort gesagt hättest. Ach so. Die hast du nicht angezeigt. Die freundliche Person. Nein, Cold Mirror ist doch gut. Also jetzt reden wir mal Klartext hier. Mein Mund ist übelst trocken. Wieso brauchst du trinken?
Nein. Du hast noch die Bums im Maul, da müsste ich auch irgendwas machen. Die Bums im Maul? Ja, da ist noch Scheiße in der Wange. Ja, ist richtig. Auf jeden Fall, jetzt machen wir ja mal gehaltvoll, Leute. Jetzt passt mal auf, wir machen ein Kollabo. Wir holen jetzt kleine Channels ran, die denken, oh, Nosferatu TV, die haben so viele Abonnenten. Es ist eine Ehre, dabei haben wir gar nicht so viele Aufrufe. Aber das ändert sich ja jetzt, ne? Alter, ich sehe von der Perspektive echt scheiße aus. Ach, von der Perspektive. Und meine Lippen sind so spröde. Bei welchen Kriterien wählen wir die Kleinen aus? Ich glaube, Lidiro TV wäre noch eine große Größenordnung, auch vom Aufwand her eher. Lidiro habe ich schon angeschrieben. Und? Ach, was eingeschrieben? Schreib mal, wir klopfen. Anime. Wir klopfen bei Lidiro. Ja, schreib mal in die Kommentare. Das ist eine wichtige Entscheidung. Sag mir, ob wir bei Lidiro klopfen. Ich soll keine wichtige Entscheidung treffen heute in den 24 Stunden. Okay. Hat er unterschrieben auf dem Zettel. Aber wir klopfen bei Lidiro. Wir machen das hier Faust drauf. Und was sagen wir da? Hallo. Hallo, wir sind's, YouTubes. Das ist super creepy. Ja, lass mal ein Format machen. Wir klopfen bei ehemaligen Nosferatu-Mitgliedern. Nein. Die Person, bei der ich dann Lust drauf habe, ist nach kurzer Zeit erschöpft. Okay. Auf jeden Fall. Ich guck mir jetzt meinen Zahn mal an. Da ist kein Zahn. Ja, das ist der Witz. Hast du den Zahn eigentlich rausbekommen? Also ja. Bekommen? Also du hast ihn bekommen, nachdem er rausgezogen wurde? Zum Mitnehmen oder was? Ich glaube nicht. Ja. Der wird bestimmt zu Elfenbein weiterverarbeitet. Mhm. Ich habe damals bei meiner Reißzahn-OP meinen oberen Zähne habe ich mitbekommen. Die unteren, ich glaube, der Ziehvorgang war auch irgendwie anders. Ich weiß nicht, da war irgendwie ein Presslufthammer involviert. Deshalb das hat mich ein bisschen gewundert währenddessen. Aber aha, ich hatte auch gute Drogen. Ich war zwar bei vollem Bewusstsein. Aber die Drogen waren so gut, dass ich, wie ich die gerade eben auch schon erzählt habe, kein funktionierendes Kurzzeitgedächtnis hatte. Ich war plötzlich, also es ging damit los, dass ich halt reinkam und gefragt habe, ob der Erdmännchenfilm da ist. Weil im ersten Mal Zähne ziehen lief ein Erdmännchenfilm, beim zweiten Mal Zähne ziehen und dann, ein Jahr später, wollte ich ihn auch gucken. Weil ich habe den nicht zu Ende geguckt. Und wenn, dann kann ich mich nicht dran erinnern. Dann meinte ich so, nee, leider haben wir den Film nicht mehr da. Und du musst jetzt einen Elefantenfilm angucken. So, da war ich in so einem kleinen Raum. Die nächste Erinnerung ist, ich bin in einem großen Raum und da läuft plötzlich der Erdmännchenfilm. Und da habe ich noch ein Foto von mir gemacht, wie ich mich darüber freue und ganz viele Fotos von dem Erdmännchenfilm. Und wie ich in den Raum gekommen bin, weiß ich nicht. Was danach passiert ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass die dann irgendwann als es dann losging, haben sie mir so ein Ding aufs Gesicht gelegt oder auch nicht. Und haben dann übelst mit dem Presslufthammer auf meinen Zahn eingedroschen. Und ich glaube, der ist einfach nicht mehr intakt gewesen. Deshalb habe ich ihn nicht rausbekommen, also nicht bekommen, zu mitnehmen. Alter, das ist asozial. Weil beim ersten Mal hatte ich nur Blackouts und beim zweiten Mal habe ich dann darauf geachtet, dass ich mir alles merke und ich habe mir trotzdem nicht alles gemerkt. Aber warum läuft der Elefantenfilm im kleinen Zimmer? Der Erdmännchenfilm im großen? Ja. Keine Ahnung. Weißt du, da beschweren sie sich über unser Homepage-Design. Gut übergeleitet. Keiner beschwert sich darüber. So die ganze volle Breite benutzt. Über die Einrückung im HTML wurde sich beschwert, ja. Aber ich glaube, das interessiert eigentlich einen echten Menschen nicht. Okay. Also ich bin dafür, dass wir auf der Homepage richtig viral gehen. Ich habe im letzten Twitch-Stream so oft die Homepage erwähnt. Es ist eigentlich aufgefallen, ich habe gestern noch dieses Happy New Year geändert. Ja, das ist mir heute aufgefallen. Das war gestern im Stream schon zu sehen. Ich hab's nicht gerafft. Schade. Da habe ich mich gefreut, als du dann doch nochmal aktualisiert hast und dann das Neue da stand. Witzig. Also, wie könnte man die jetzt verbessern, die Seite? Naja, pass mal auf, ist doch folgendermaßen. Ich meine, ist halt gut, dass du das jetzt sagst, weil sonst bist du immer so verhalten und sagst, ja, ist schon okay, aber jetzt ist halt in Narcoso Veritas. Ja. Und deshalb sagst du die Wahrheit. Was ich sage, ist, ich finde, wir sollten einfach einen Hybrid machen, der das Beste des Besten verbindet. Wenn wir da ein das hat bei der Switch auch geklappt. Ein Facebook integrieren. Weißt du? Nee. Kannst jeder anmelden, Foto von sich posten.
Ja, da müsste ich aber vorher wirklich HTTPS machen. Weil sobald da Daten drüber fließen, ist sicher, dass wichtig, dass die Seite sicher ist, die Leitung sicher ist, verschlüsselt ist. Ja, das ist schlecht. Kann jemand den alles abgreifen? Also da muss ich auch diesem einen Dude da recht geben, dass das eigentlich eine wichtige Sache ist, aber im Moment noch nicht, weil da fließen keine Daten hin und her. Fließ. Fließ, Kommastelle. Ja, danke, Matthias. So. Also wie könnte man das jetzt verbessern, Facebook? Also einen eigenen Chatroom? Ich glaube, Chatroom ist echt gut. Du meinst so wie Weimar 1? Ja. So ein, wo da kreativer Austausch stattfinden kann mit den Usern, zwischen uns. Ein Forum, wo man Ideen posten kann. Mhm. Also das ist kein Facebook, das ist halt dann ein Forum, wenn man dann ein Bild reinmachen kann und was posten kann. Ja, man könnte ja ein Forbook machen. Forbook. Eine Mischung aus beiden. Deine Mama ruft dich an. Jetzt ruft mich meine Mutter an. Jetzt ist die Soundansprache automatisch weg. Echt? Zum Glück haben wir hier noch... Ah, Alter, der zieht echt. Hallo, Mutti. Mir geht's sehr gut. Ich bin beim Arzt. Ich liege hier auf einer Pritsche. Mich holt jemand ab. Es tut gerade nicht so weh, aber ich habe ganz trockene Lippen. Das sieht aus, als pellen die sich. Nee, wir sitzen hier. Wie lange brauchst du, bis du hier bist? Alter. Ludwig-Feuerbach-Straße ist das. Ja, dann nicht. Ist okay. Der Herr Roth ist. Was essen muss man. Ich habe übelste Riesenlippen. Das sieht aus wie eine Riesenrosette. Meine Lippen. Okay. Tschüss. Tschüss. Herr Rodes, du bist ja jetzt nicht so der Anale. Nee. Kannst du hier reinmachen? Nee. Warum nicht? Red mal kurz, ich muss ja immer... Ich habe übelst geschwollene Lippen. Ist jetzt gespeichert, die Sprache? Müsste. Okay. Dann geht's jetzt nach dem Anruf weiter. Ich habe übelst geschwollene Lippen. Ja. Also, wo waren wir? Gute Bosch. Bosch? Bosch ist richtig gutes Elektronikwerkzeug. Mhm. Die machen, glaube ich, sogar Handmaschinen, Waschmaschinen. Also. Warum wolltest du jetzt nicht, dass deine Mutti kommt? Die könnte dich theoretisch bringen. Ich habe nämlich keine Lust. Shit. Ich würde dich dann einfach alleine nach Hause schicken und wieder in die Uni gehen. Okay. Ja, gut. Hast du jemals schon mal so einen abartigen Mund gesehen? Ja. Sicher. Die Kühlung, dass die mal ein bisschen drauf liegt. Warte, ich will die nicht so drauf klatschen. Du bist so liebevoll zu mir. Ja. Also, wir haben jetzt hier Podcast Dolores vorliegen. Da gilt es natürlich auch, die eine oder andere Frage zu beantworten. Also, was war's? Homepage verbessern. Homepage verbessern? Ich habe von Anfang an gesagt, ne, Friends- und Gastbeiträge ist der Shit, weil da können Leute sich richtig verlieren und das etabliert auch die Seite über andere, weil wenn jetzt David sieht, ach du Scheiße, da sind 1000 Klicks durch dieses nostarafo.de gekommen,
Da weiß der, auf welches Pferd er setzen muss. Mhm. Ja, unser Interview könnte das zum Beispiel rein. Ja, wir haben ein richtig geiles Interview. Und die Sache, wo mir in die Fresse geklatscht wird. Ja. Das ist toll. Ja, zum Beispiel. So, und das wissen halt auch nicht alle, weil es nicht auf unseren Kanälen ist. Sehr gut. Mach mal. Ist Idee. Nehmen wir. Leute, wir gehen viral. Teilt diesen Podcast und gebt 5 Sterne und macht in die Favoritenliste rein. Dann gibt's auch ein Gewinnspiel. Da könnt ihr eine Xbox gewinnen und 1000 Euro. Die Xbox 360 wohlgemerkt. Ja. Das ist das Up-to-Date-Ding. Wie sieht das aus mit Dion? Dion kommt am Wochenende. Mhm. Machen wir mit dem was? Mit dem machen wir was. Was? Wir machen Ask Episode 4, Leute. Da freut ihr euch schon drauf, oder? Nostra Feedback? Nostra Feedback in live, da passen wir auf. Herr Rodes hatte die geile Idee. Wir kommen aus dem Keller hochgelaufen und es kommt so geile epische Musik. Nicht das jetzt spoilern. Oh, pssst. Also, ich finde die Idee so übelst scheiße. Hä? Ich komme hoch aus dem Keller und es läuft epische Musik. Doch, doch, ich sehe es vor mir. Das wird auch geil. Das wird auch geil. Eye of the Tiger oder so. Nee. Dann sprach Zarathustra tot. Okay, also, was haben wir jetzt hier noch vorliegen? Twitch? Twitch? Quitch. Quitch. Quidditch. Twidditch? Auf Twidditch ist der Hase echt am Laufen. Ich bin da dankbar für eure Spenden. Ich hole immer Christel rein. Willst du da dabei sein? Ich? Nee. Aber ich könnte gerne per Live-Schalte dazu geschaltet werden. Alter, meine Lippen. Egal. So, pass mal auf. Was müssen wir auf YouTube machen, um erfolgreich zu werden? Es ist doch ganz klar. Uns fehlt es an einem wirklich dauerhaft regelmäßigen Format. Was könnte das sein? Was einmal die Woche kommt, könnte was nicht so viel Aufwand hat und was trotzdem cool ist. Irgendwas. Robin sucht einen Job, weil er kein Geld mehr hat. Das Format. Da musst du einmal die Woche irgendwo ein Praktikum machen und dich ganz doof anstellen, lustig. Also Rente Pocher. Wieder nur geklaut. Ist das Rente Pocher oder was? Ich glaube, das war das so. Oder Raab in Gefahr. Das ist was anderes, als wenn du jetzt ein Praktikum machst. Ja, mach ich nicht. Ich habe keine Lust auf Arbeit. Kannst wie Abaddon machen und die Leute, die einen Beruf haben, reinholen und die fragen, was sie so machen müssen den ganzen Tag. Lord Abaddon kann man kaufen für 5000 Euro oder so und dann macht er euch Social Media Beraterin. Wie wird man erfolgreicher YouTuber? Ich sage immer, der Erfolg gibt einem recht. Ja. Deshalb würde ich mich von ihm nicht beraten lassen. Also, ich sag mal, in der Blute von Jasmin Peerless war er erfolgreich. Von daher. Also soll man sich darin beraten lassen? Ja. Okay, cool. Geht zu Lord Abaddon und sagt, dass wir euch geschickt haben. Dann kriegen wir Provision, dann kriegen wir 10% Affiliate Abaddon. Affiliate-Tekes. Abaddon Affiliate-Link. Doch, das ist. Das ist ein Geben und Nehmen. Warum machen die YouTuber. Jetzt habe ich halt wirklich eine geniale Idee. Warum machen YouTuber das nicht? Du kannst von einem YouTuber zum nächsten so Links machen. Friends, bla bla. Und für jeden Klick auf diesen Link kriegt man dann einen Bonus. Geld. Das ist es wirklich, Alter. Du wirst lachen, aber das ist es wirklich. Gut, mache ich. Mach die fertig. Und pass auf, da unsere Idee das ist, wird es dadurch Nostra Coins geben durch diese Interaktion. Wenn du andere Kanäle verlinkst. Nee. Ah, da kann ich jetzt noch Nostra Coin, ja. Richtig. Doch. Ha. Hast gedacht, ich erzähle nur Stuss, gell? Mhm. Aber wenn mein Mund nicht so trocken wäre, könnte ich auch ein bisschen echt eloquenter reden. Ich soll nichts trinken, glaube ich. Mhm. Hoffentlich ist das jetzt keine wichtige Entscheidung gewesen, oder du durst es gleich. Ja, ich darf keine wichtigen Entscheidungen treffen. Ich würde aber gerne jetzt eine wichtige Entscheidung treffen. Hast du eine? Bevor wir hier reingekommen sind im Wartezimmer, da gab es nur sehr schlechtes Internet und da haben wir nach 10 Jahren mal wieder ein Kreuzworträtsel gelöst. Ja. Wir haben es fertig. Und eine Heizung ist ein Ölofen.
Aber das ist doch keine schwere Entscheidung, die ich treffe. Was wäre eine schwere Entscheidung? Eine wichtige, es geht um wichtige Entscheidungen. Eine wichtige. Ich habe schwere. Vielleicht einen Zeitpunkt, wollen wir mal nach Rom fahren. Okay. Dann sage ich jetzt im September. Geht's nach Rom. Weil da ist es nicht mehr 40, 45 Grad. September geht's nach Rom, aber Leute, bis dahin brauchen wir stabiles Einkommen. Also geht auf patreon.com. Da haben wir gerade $321, glaube ich. Ja, jetzt ist ja Februar. Und wir wollen, du musst mir die neue Donatorenliste schicken für Februar. Das wär, weißt du, wer das ist? Zetza? Das ist der reiche, das reiche Onkel von Donald Duck, Donald Thorn. Mhm. Ja, die Zaza, Zetza, Xenia, Zerra. Zerra, die ist jetzt auf jeden Fall drin. Die ist einfach mal eine wilde Bestie, ey, was die alles gibt. Gibt, geben und geben. Aber manchmal will eine Frau auch einfach nur genommen werden. Das hast du jetzt. Entscheid dich mal. Was? Wie du das jetzt meinst? Weiß ich nicht. Fuck. Sorry, es sollte jetzt kein Disrespect. Das war mehr so eine allgemeine Aussage. Ja, also das machen wir. Rom ist. Donatorenwand ist. Schicke ich dir. Clubputzfrau-Update kommt auch noch. Alter Leute, freut euch aufs Clubputzfrau-Game. Und jetzt können wir jetzt wirklich mal den Plan machen, bitte, dass das viral geht. Mhm. Wenn ihr das überall postet, sobald dann die quasi die Open Beta 1.0 online ist und sagt, wie geil das ist und Let's Plays macht und sowas, dann geht die Scheiße viral. Wir wollten nie Leute zum Teilen aufrufen. Ja. Naja gut, wir haben ja nie ordering people to subscribe gemacht, nur ordering people to donate and ordering people to share. Ja, wir haben das Loophole gefunden. Auf jeden Fall. Das wäre doch witzig, Clubputzfrau-Game, zockt dann irgendwann PewDiePie. Ich würde sogar die Bebilderung machen. Das hatten wir früher, glaube ich, mal. Also Herodes, dass man da Bilder gesehen hat zu den jeweiligen Szenarios. Das ist überhaupt nicht schwer. Und ich glaube, dass es da und auf diese Art und Weise echt ansprechender wird. Dann hat man auch mehr Anreiz, immer mal zu einem anderen Laden zu gehen. Und ein neues Bild zu sehen. Hallo. Nette Frauen hier, Schwestern. So, du sollst dich zwar für deine Ruhe nicht aufregen, aber wir haben vergessen, Rant um euer Leben zu machen. Random euer Leben. Leute, passt mal auf, ne? Da hat man hier echt Vertrauen. Geht da rein. Ganz gediegen. Ganz ruppen gediegen. Dir die einfach die Kauleiste raus. Ruppen dir die einfach die komplette Kauleiste raus. Es ist hier gerade echt übelst taub, Alter. Ja, ist ein Finger weg. Du machst da Scheiße auf jetzt. Deine Lippen sind ganz blutig jetzt so auf. Echt? Ja, deine Zähne jedenfalls. Scheiße. Auf jeden Fall gehst du da rein, ziehst dich um, ziehst dir hier irgendwie sowas über deine Füße drüber. Hm, hab ich schon gesehen. Sagst du dir, okay, dann legst du dich da hin und hörst bestimmt 3 Minuten hintereinander weg Dinge, die man nicht hören will in so einer Situation. Was? Sie will mir hier diesen Einlauf legen hier und sagt dann so, oh, erstmal, dann denkt man sich schon, wenn die Ärztin oh sagt, das will man nicht hören. So, och. Heute ist nicht mein Tag, was ist denn jetzt passiert? Oh! Und dann drehe ich mich so hin und nee, guck mal gerade nicht. Es kommt, ist wohl Blut rausgelaufen und so und dann hat es ganz schnell drauf gedrückt, so, ah, naja, immerhin kommt, was soll. Und dann hat es halt nochmal irgendwie weggenommen und gesagt, na, irgendwie ist die deine Ader, die ist gesprungen, die Vene. Die Vene ist gesprungen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die getroffen habe. Vielleicht ist sie auch geplatzt. Na, dann müssen wir jetzt mal gucken. Und dann sitze ich da auf diesem Bett und versuche mich übelst runterzufahren. Und dann kommt halt die andere Schwester näher. Ja, stimmt, heute ist echt nicht dein Tag, ey. Das ist jetzt schon viel, was heute passiert ist. Wollte ich nur mal kurz abrenten. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr mal in die Situation kommt. Und über meiner Zahn-OP meinte sie,
beziehungsweise meinte sie nicht, aber vor alle Ärzte zu mir, ey, deine Vene, oder weiß ich nicht, halt das im Ellenbogen drin, das kann man wunderschön sehen bei dir, da kann man wunderschön reingiegeln, dass man da die Spritze reinhauen kann. Bei dir ist das ganz toll. Und die brauchen wir auch immer nicht so ein Stauding umlegen, so zum Festziehen. Ah. Weil man halt die Vene wunderbar trifft. Und dann kam halt sie, und ich hatte schon leichten Bammel, ne? Und sie haut mir, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Haut die Spritze in den linken Arm, drückt, geht nicht. Ich einfach übelst Schmerz, also nicht übelst Schmerz, aber so ein echt ekelhaftes Pieksen. Oh, fuck, da habe ich nicht getroffen. Naja, passiert. So scheiße. Ja, alles gut, wir so beruhigend, alles gut. Haut wieder rein, haut wieder daneben. Ah, es ist nicht alles gut. So, warum erzählt die mir, das ist alles gut? Warum legt die mich an? Es ist nicht alles gut. Sie kriegt mich hin, das Ding mir zu setzen. So. Naja. Dann hat es halt am anderen Arm hinbekommen irgendwann. Aber ich war echt am Ende meiner nervlichen Kräfte. Das war zum Glück das Beruhigungsmittel, danach war es mir egal. Es ging so von links nach rechts durch den ganzen Körper. Das ist das, wo man auch dann Aussätze kriegt. Ja, ja. Das nur als kleiner Zwischenschub. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Alter, meine Wange ist echt taub. Dafür ist da... Läuft da eigentlich jede Schnotte raus? Nee, ganz saubi, ganz saubi. Ganz steril, ganz keimfrei. Ja, das Kreuz und Rätsel wird uns noch lange nachhängen. Auf jeden Fall. Haben wir noch ein Thema? Nee, okay. Wir haben... Freut euch auf das nächste Video. Das ist Christopher, der macht Leute nach. Und das wird gut. Das kann Christopher ganz gut. Okay. Gut, dann... Ich will jetzt mal noch sagen, dass wir eine Kollabo machen demnächst. Und wie machen wir eine Kollabo? Och, Julchen hat dir geschrieben, dass ich noch... Nidiro. Soll ich dir vorlesen, was die geschrieben hat? Nein. Sicher? Ja. Nidiro, wir kommen dich besuchen. Aber Gott, Alter, mein Kopf brennt. Nee, der ist aus, alles gut. Der brennt? Nein. Ich meine, das ist warm. Ach so. Dann bist du schon mal nicht tot. Hier, guck mal, der Linderfick gefällt ein Beitrag von dir. Der Linderfick. Das Letzte, was jetzt noch interessant wäre, wie stehst du zum Thema Autofellatio? Also Autofellatio finde ich auf jeden Fall, wenn ich das könnte, wäre ich voll, das machen. Also ich persönlich würde...